Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von hier so mit Elder Scrolls Online. Ich bin wieder euer Graf von Falkenstein und wie versprochen machen wir heute hier weiter. Öffnen wir erstmal die Tür, mal gucken, was uns erwartet. So, nein, nicht so. Gucken wir mal erstmal auf die Karte. Karte? Okay, was haben wir denn hier? Ich habe keine Quest. Das ist uncool. Das ist voller Kanne uncool. Aber uns verweist dieser komische Pfeil. Da gehen wir doch mal einfach hin. Ja, das war jetzt total völlig für die Tonne. Ja, hier, hallo. Hast du geredet? Willkommen auf Kenartis Rast, mein Freund. Der Orkan muss wirklich schrecklich gewesen sein. So viele verletzt, verwirrt. Sprecht leise. Versucht keine Aufmerksamkeit zu erregen. Wovon sprecht denn ihr? Rasundar ist auf einer durchaus heiklen Mission hier. Ihr seid genau das, was die Bandari empfohlen hatten. Mit euren Händen und rasgutem Aussehen bringen wir diese Sache sicher zu Ende. Welche Art von Hilfe brauchten ihr denn, hä? Zuerst eine Frage. Woher kamt ihr denn? Aus meinem Arsch. Eine Lüge. Gleich mal direkt eine Lüge. Ich bin ein Soldat. Ja, lügt so überzeugend, wie ihr nur könnt. Mit ernstem Gesicht und einem Funkeln in den Augen. Gute Arbeit. Zurzeit ist es sehr sinnvoll, nicht weiter aufzufallen. Eure plötzliche Ankunft? Nicht sehr unauffällig, wisst ihr. Naja, sag mal so, ne? Warum sollte ich euch vertrauen? Du siehst scheiße aus. Das solltet ihr nicht. Ihr solltet auf eure Instinkte vertrauen. Geht, wenn ihr wollt. Niemand wird euch aufhalten. Okay, oder? Leb wohl. Ja, von Bing, niemand wird uns aufhalten. Pustekuchen. Er hält uns schon wieder auf. Ich muss schon wieder mit diesem Wichser reden. Wir müssen dafür sorgen, dass euer Gesicht bekannt wird, damit eure Anwesenheit... Zuerst eine Frage. Woher kamt ihr denn? Ein dädrischer Fürst, sagt ihr. Ras hat ein Näschen für Lügen, aber ihr duftet frisch wie eine Meeresbrise. Doch was werdet ihr sagen, wenn jemand anderes euch fragt, woher ihr kommt? Ja, lügt so überzeugend, wie ihr nur könnt. Mit ernstem Gesicht und einem Funkeln in den Augen. Nur ein freundlicher Khajiit, dem es vergönnt war, jemanden vom Himmel fallen und ins Meer stürzen zu sehen. So, weil ihr kein Soldat seid, was nützlich ist. Ihr könnt mit... Gut, dann machen wir mal hier auf die Karte gucken. Auf die Lucky-Karte. Quatschen wir mal hier mit dieser alten Schabracke, ne? Ich bin froh, dass ihr wieder auf den Beinen seid, Rekrut. Ich brauche einen Speer, der in die zerrütteten Untiefen geht. Der Großteil unserer Flotte ist im Westen untergegangen, aber nur wenige Überlebende kommen aus dieser Richtung. Mhm. Wir haben eine Seeviper gefangen, die das Lager ausspioniert hat. Diese Piraten sind nie allein unterwegs. Finnika, sprecht mit Eal Seal, bevor ihr in die zerrütteten... Und tschüss, bin einmal. So. Gucken wir erstmal hier den Weg. Nee, ich hab einen Weg, einen Weg. Nehmen wir den hier. Da, 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 da. Wow. Meine Steuerung, da stimmt mal was nicht. Ja. Hey, Tuta! Vorzüglich, nicht wahr? Wir müssen einen besonderen Raum für den trauernden Stein errichten, wenn wir ihn zur Magiergilde zurückbringen. Entschuldigt? Brauchtet ihr etwas? Ja. Der Tempel der trauernden Quellen ist eine alte Khajiit-Ruine nicht weit von hier.
Wir haben den trauernden Stein aus einer der Kammern ausgegraben. Wie ihr sehen könnt, ist sein Wasservorrat endlos. Kannst du ja endlich mal waschen. Du bist schon gelb. Was? Meint ihr Piraten? In einem uralten Khajiit-Tempel? Lächerlich. Wir haben nur die untoten Krieger gesehen, die unser Lager überrannt haben. Und? Was willst du jetzt von mir? Ich habe keine Ahnung. Um ehrlich zu sein, spukt mir da ein gutes Dutzend Ideen im Kopf herum. Aber die sind alle weitaus weniger faszinierend als der trauernde Stein. Wahrscheinlich eine Art uralter Fluch. Bei diesen Dingen ist das meistens so. Okay. Abverstanden. Arrogante Meereselfen. Piraten. Soweit ich mich entsinne, sind sie nicht für Überfälle auf Kenatis Rast bekannt. Oh, und sie lieben Schlangen. Aber ich bin sicher, dass wir beide wichtigere Dinge zu erledigen haben. Würdet ihr mich bitte entschuldigen? Naja, dann hau mal rein. Wir sollten uns allein unterhalten, bevor ihr abreist bei den Statuen im Norden des Landes. Guckt euch das an. Ein Stein, kann ich trinken? Was auch immer der da macht. Ich frag mich selbst. Kann ich die Maus bewegen? Das ist. Irgendwas stimmt hier mit der Steuerung halt nicht. Irgendwie ist da aber der Wurm dran. So, aber jetzt, das ist merkwürdig. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Ich brauch gar nicht laufen. Das macht er von alleine. Ey, oh, was geht? Quatsch, Mama. Da, seht ihr? Ihr passt dazu. Niemand wird euch hindern zu gehen. Aber, wie dieser sagte, hier gibt es Chancen für diejenigen, die aus dem Himmel fallen. Ja, gut, ich lutsche. Was? Ja, so, ich lausche. Wie komme ich jetzt hier auf? Ich lutsche! Dem Spielzeug überaus beeindruckt. Aber die Untoten sind für alle auf Kenatis Rast eine Bedrohung. Karinit hat euch erzählt, wie der... Oh, in Mistra... Okay. Ich hab doch keinen Bock hier auf Untote. Untote sind uncool. Weiß Bescheid. Untote sind uncool. So, dann gehen wir hier lang. Okay. Ich muss hier hin. Mach mal hier nochmal einen B-Punkt. Bleibt man auch ja nicht vermeicheln. Und das geht ja alle. Kann man schon lesen. Nicht gut. Aber da wollte ich hin. Ach ja, siehst du. Genau, ich wollte ja was ausprobieren, weil ich habe doch hier was, guck mal, benutzen. 5 Dietriche, Seelenstein, Heb. Ach, das nehmen wir mal alle. Kick mal. Das gibt uns jetzt alle, ja. Okay. Ich habe jetzt hier keinen Bock auf Pfeil und Bogen. So. Machen wir mal direkt weiter. Ich habe jetzt eine Rosi an. Eine Rosi. Ja, ich laufe. Aber ich brauche gar nicht. Siehst du? Greife ich jetzt an. Ich töte euch! Ich töte dich! Noch komisches Federvieh.
Es tötet es, du Federvieh, tot bist du, oh yeah. Du Federvieh, wir töten heut das Federvieh. Wir töten es, weil wir es können. Das Federvieh, das braucht es jetzt. Da, bleib stehen! Alter! Ich brauch gar nichts groß drücken, der läuft schon ganz alleine. Ich weiß auch gar nicht, warum das so ist. Ist das überhaupt normal? Ich habe keine Ahnung. Ich hab keinen Plan. Nö. Warte. Ich tippe einmal an und brauche hier. Ne? Bist du bis heil? Ich kann komischerweise gar nicht mehr interagieren hier. Das ist voll heul. Schmetterling, Schmetterling, Schmetter, Schmetter, Schmetterling. Irgendwas stimmt hier nicht, also, das ist heute irgendwie der Boom drin. Eine Tänzerin. Die tanzt für mich. Ich kann gar nicht länger, was ist denn das für eine Scheiße? Das geht aber gar nicht. Ist das ein Kroko? Hey, Kroko, was geht? Yeah, oh man. Hey, du wirst später bedient. Greif jemand anderen, aber nicht mich. Aber ihr Affen. Habt das langsam. Das später bedient, habe ich gesagt, du Arsch. Siehste. Wichser, Alter. Dieser blöde Kopfarsch! Dieses blöde Arschgesicht! Wo muss ich denn hin? Cool, ich habe natürlich das Ganze erstmal um 5,6 Kilometer verfehlt. 5000 Kilometer. Sag mal, wo ist er denn? Ja. Entweder ich bin zu doof oder ich bin zu doof. Oder beides. Oh ja, aber erstmal einen Schmetterling einsammeln. Also, das ist ein Spieler anscheinend. Oh, guck mal da, guck. Kann man immer gut gebrauchen. Das Problem ist aber, ich habe keinen Plan, wo ich hin soll. Nochmal erstmal den Runstein hier. Und dann gucken wir mal, weil irgendwie ist da der Wurm drin. Komm zu Papa, Spider-Man. Was ich jetzt nicht ganz kapiere, ist, was ich hier machen muss. Mann, ja, ist gut, jetzt mach die Scheiße da weg. Weil auf der Karte bin ich doch genau hier, Dönermann. Ne, da. Genau hier. Laut Karte bin ich da. Ich habe noch keinen Plan, was ich machen muss. Ja, nein. Nein, ja, nein.
Also, anscheinend bin ich zu doof dafür. Ich finde das einfach jetzt nicht. Das ist doch. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Warte mal. Schmetterling. Ha. Ich kann auch meine Maus nicht wirklich bewegen, wenn ich laufe. Da ist doch was nicht normal. Da würde ich beinahe sogar sagen, warten wir bis zum nächsten Mal. Und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ja mal einen Daumen hoch lassen. Und ich mache hier tatsächlich mal einen Cut, weil irgendwas stimmt hier nicht mit der Technik. Die Technik ist immer wieder strandschuld. Und ja, dann wie gesagt, wenn es euch gefallen hat bis jetzt, dann könnt ihr ja mal ein Däumchen da lassen. Würde mich freuen und lasst einen Kommentar da. Auf ein Abo würde ich mich natürlich auch freuen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch erstmal einen doch traumhaften und doch sonnigen, hoffentlich sonnigen Tag. Und dann bis zum Wiedersehen. Auf Wiedersehen!